Ja, hallo aus der sozialen Distanz. Ich mache es natürlich, wie wir es alle machen sollten in diesen Tagen. Ich bin die meiste Zeit zu Hause und bastel ein bisschen rum. Und wenn ich mal wirklich fliegen gehe, dann mache ich das hier draußen auf dem Feld, wo außer mir wirklich überhaupt gar keine Person ist. Ich habe die Zeit zu Hause mal genutzt, um dieses Flugzeug aufzubauen, was ich schon eine ganze Zeit lang zu Hause rumliegen hatte. Das ist ganz interessant. Das ist der ZOHD DART 250. Und den zeige ich euch heute einfach mal. Was macht den DART 250 hier so interessant? Das Ganze liegt natürlich schon im Namen. Warum 250? Er wiegt in der Standardausstattung unter 250 Gramm. Und somit gelten eben eine ganze Menge an Regularien, die für normale FPV-Flugzeuge gelten, für diesen kleinen hier nicht. Wie die meisten Flugzeuge gibt es den in unterschiedlichen Ausführungen. Einmal die Kit-Version, wo man wirklich nur das Styropor bekommt. Ich habe hier die PNP-Version, das heißt, da ist der Motor schon mit dabei, der Speed-Controller für den Motor und die Servos, die hier diese Steuerflächen ansteuern, sind auch schon verlegt. Somit also muss man das Ganze nur noch zusammenstecken, was sehr einfach ist, und dann eben die Elektronik verbauen. ZOHD bietet auch eine ganze Reihe an komplett fertig aufgebauter Varianten dieses Flugzeugs an. Wenn man da also gar nichts machen möchte, dann gibt es da auch komplett fertige. Ich erzähle euch jetzt mal hier so ein bisschen, wofür ich mich entschlossen habe. Mache hier die Haube auf, da könnt ihr einmal sehen, ich habe hier vorne eine Foxeer FPV-Kamera natürlich drin. Hier habe ich einen Matic F4 WSE Flight Controller. Das ist ein sehr kleiner Flight Controller, der mit der iNav-Software funktioniert. Und iNav, das ist so ein bisschen das Betaflight des Wings. Da kann man jede Menge Sachen mitmachen, bis hin zum komplett autonomen Fliegen. Ich nutze es aber in erster Linie, damit der Flight Controller den Wing auch stabilisieren kann, damit ich den nicht komplett manuell fliegen muss. Ich habe hier einen TBS Crossfire-Empfänger verbaut für maximale Reichweite. Und hier oben ist noch ein TBS-Videosender drin. Fliegen kann man den ZOHD DART 250 mit 2S und 3S Lipos. Ich versuche es mal mit einem 2S Lithium-Ionen-Pack. Denn damit verspreche ich mir extreme Flugzeiten. Und wie das Ganze fliegt, das gucken wir uns mal jetzt an. Ja, das ist heute ein bisschen windig. Eigentlich ist es ja in Norddeutschland jeden Tag ein bisschen windig. Von daher kein Problem. Das ist nicht so geil für den Ton, tut mir leid, wenn es jetzt hier ein paar Windgeräusche gibt. Aber für so einen ersten Wingflug ist das eigentlich gar nicht so schlecht, weil der Wind hilft natürlich so ein bisschen dabei, Auftrieb zu schaffen. Gerade weil ich jetzt hier mit dem relativ fetten Lithium-Ionen-Paket fliegen werde. Das sind zwei 18650er, die ich selber zusammengelötet habe. Und das also ein sehr hohes Gewicht ist, 2S aber nicht so viel Power ist, mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Der Wind gibt mir so ein bisschen die Sicherheit, dass ich den auch auf jeden Fall in die Luft kriege jetzt. Hoffe ich zumindest. Kann natürlich auch schief gehen. iNav hat so eine automatische Startfunktion, die sollte man beim ersten Flug halt nicht verwenden. Ich starte meine Wings beim ersten Mal immer im Angle Mode. Dann habe ich den Vorteil, dass der Flight Controller den Wing gerade hält und er nicht irgendwie zur Seite wegfallen kann. Mit Vollgas und mit Klappen voll auf nach hinten quasi. Und ja, das ist eigentlich eine Garantie, dass das Ding auf jeden Fall in die Luft kommt. Eigentlich sage ich deswegen, weil das natürlich auch schon ein paar Mal kräftig schief gegangen ist. So, mittlerweile läuft der Wing. Ich starte mal die DVR-Aufnahme, damit ihr das auch seht. Ich gehe mal hier kurz durch die OSD-Elemente durch. Hier unten seht ihr den Flugmodus und die Zeit, die schon vergangen ist. Da unten in der Ecke seht ihr quasi meinen Namen und wie viele Satelliten gerade gefunden worden sind. Das ist immer sehr wichtig, dass das mehr als 6 sind, damit der Quad weiß, wo Home ist. Hier in der Mitte dieser Pfeil, den habe ich mir eingestellt, der zeigt in die Home Position. Dann haben wir da drüben 27 mA sind bereits verbraucht, 0,7 Ampere zieht da gerade. Das da drüber ist also quasi hier, das ist die Throttle-Prozent-Wert, ne? Wenn ich jetzt hier Gas ändere, dann ändert er das da oben auch. Das da drüber ist die Distanz zum Homepunkt, dann haben wir da drüber noch die Höhe, also da ist die Höhe ganz oben in der Ecke. Hier ist die Voltzahl des Lithium-Ionen-Packs, das hier ist quasi Norden, Osten, Süden, Westen, Flugrichtungsanzeiger. Dann haben wir da oben noch 99% Crossfire und dann darunter noch die KMH. Das sind so die Sachen, die ich mir hier ins OSD konfiguriert habe. Ja, das Bild, was ihr seht, ist eine Foxeer Falkor 2 Mini. Eine ziemlich coole Kamera. Gefällt mir sehr gut, das Bild. Macht hier in der HDO 2 mit den OLED-Screens auch echt einen geilen Eindruck.
Ja, versuchen wir es mal. Und er fliegt. Wunderschön. Ich muss jetzt natürlich hier erstmal den Angle Mode ausmachen, damit ich lenken kann. Und mit dem Wind muss ich hier höllisch aufpassen, weil ich ja noch nicht weiß, wie viel Power ich aktuell wirklich habe. Dass ich also nicht in irgendeine Richtung fliege, aus der ich nicht wieder zurückkomme. Also wir fliegen jetzt hier aber gerade gegen den Wind mit 60 km/h. Das ist schon okay. Mit 44% Throttle, also... Nee, ich habe natürlich Quatsch erzählt. Ich bin mit dem Wind geflogen. Jetzt fliege ich gegen den Wind. Und das muss man halt als allererstes erstmal ausprobieren. Wie sieht das denn jetzt aus? Also ihr seht, ich fliege jetzt hier mit 45% Throttle gegen den Wind und komme nur auf 25 km/h. Das muss ich natürlich wissen, ne? Weil bei dem Wind ist es wirklich essentiell, dass ich also hier noch zurückkommen kann. Ich gebe jetzt mal Vollgas, in Anführungsstrichen, ja, Vollgas. Und sehe, also ich komme hier noch etwa 45 km/h, 50 km/h gegen den Wind an. Also das ist schon echt okay. Das Current Meter sollte kalibriert sein. Da habe ich die Werte genutzt, die, ich hoffe, ihr könnt mich hier irgendwie verstehen. Ich stelle mich mal so hin. Das Current Meter habe ich auf jeden Fall mit den Werten versorgt, die in der Bedienungsanleitung vom Matic FC stehen. Also sollte kalibriert sein. Ich kann mich eigentlich jetzt also darauf verlassen, dass ich 160 mAh schon verbraucht habe. 3000 habe ich an Bord dank des Lithium-Ionen-Packs. Also könnt mir vorstellen, dass ich hier eine ganze Weile in der Luft bleiben kann, auch trotz des Windes. Mir gefällt das auf jeden Fall schon, wie der Wind, wie der Wing in der Luft liegt. Ihr seht, der liegt relativ ruhig. Mal vorsichtig eine Rolle versuchen. Ja, macht er auch mit. Das ist natürlich jetzt durch diesen extrem kleinen Wing, der hat ja, glaube ich, eine Spannweite von etwa 55 cm. Bei den Winden, die jetzt hier herrschen, also ich glaube, ich gucke gleich nochmal in die App rein, aber ich glaube, wir haben um die 30 km/h Wind. Das ist natürlich eine ganze Menge und dass der hier nicht 100% gerade in der Luft steht, ist kein Wunder. Aber trotz alledem macht er sich sehr gut. Ich versuche hier mal jetzt tief lang zu fliegen. Vielleicht kriegen wir den ja auch hier auf die Sony-Kamera mal drauf im Flug. Das wäre natürlich geil. Langsam und tief genug müsste ich jetzt eigentlich sein. Man sieht ganz gut, ich gebe jetzt nochmal Vollgas. Die Lithium-Ionen-Pakete, die gehen natürlich ganz schön an die Grenze runter. 6,8 bei Vollgas. Ist schon gefährlich. Der Matic FC, der braucht mindestens 6 Volt, damit alle Stepdowns funktionieren. Also da sind wir schon im sehr, sehr gefährlichen Bereich. Das darf natürlich nicht passieren. Also ich tippe mal, allzu leer wird man den jetzt hier auch nicht fliegen können. Aber ihr seht, doch sehr sparsam mit 3 Ampere. Also mehr als 3 Ampere verbrauchen wir hier eigentlich selten. Sei denn, ich fliege wirklich ganz kräftig Vollgas gegen den Wind. Ja, was die Einstellungen angeht, habe ich natürlich ein bisschen gecheatet hier, indem ich mir die Einstellungen vom DART 250 für INAV, also die Tuning-Einstellung, was jetzt die PIF-Daten angeht, ein bisschen bei YouTube zusammengeklaut habe. Erstmal gibt es da ganz viele Videos von Leuten, die jetzt auch ihre PIF-Werte für INAV 2.4 schon sharen, sodass ich hier kein Autotuning machen muss. Und auch selbst die Trimwerte habe ich vom Freund übernommen, der auch einen hat. Der war so freundlich, hat mir seinen Dump geschickt, der Jan. Ich packe euch auch mal den Link zu Jans YouTube unten in die Kommentare rein. Denn der hat auch viele coole Videos von DART 250. Der hat den schon ein bisschen länger. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Nochmal ein dickes Danke an Jan, dass er mir seine Einstellungen geschickt hat. So spare ich mir jetzt hier den Autotune- und Trimvorgang. Und bin echt begeistert, wie der DART 250 schon fliegt mit den Settings hier. Also ich werde euch auch gerne meine Settings, so wie sie jetzt sind, unten in die Kommentare reintun als Dump, dass wenn ihr euch den holt,
ihr euch das auch sparen könnt. Im Prinzip ist das auch eine sehr gängige Kombi, den Matic F411 WSE Flight Controller mit dem DART 250, weil das doch ein sehr kleiner Flight Controller ist und man nicht so viel Platz hat im DART 250. Von daher findet man diese Kombination bei YouTube recht oft. Und ich verlinke euch natürlich auch alle anderen Teile, die ich verwendet habe, unten in der Beschreibung des Videos. Falls ihr euch den Wing komplett so nachbauen wollt, kann ich das nur empfehlen. Ich finde, er fliegt echt gut. Und ich glaube, man kommt hier auch auf eine richtig amtliche Flugzeit. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich bin 8 Minuten in der Luft etwa und habe etwa 500 mA verbraucht. Wenn ich das jetzt mal kurz überschlage, 3000 habe ich dabei. Kann man natürlich nicht ganz leer fliegen. Also man kann davon ausgehen, dass man 2500 tatsächlich verwenden kann. Das heißt, wir landen hier gut bei 40 Minuten Airtime. Das ist genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Mit einem einzigen Akku. Das ist schon echt cool. Da kann man also ganz entspannt mal ein bisschen rumcruisen hier. Und dank TBS Unify und TBS Crossfire habe ich hier also auch eine Reichweite, um theoretisch, da wo es erlaubt ist, auch mal etwas weiter weg zu fliegen. Ja, ich werde natürlich, bin ich da noch nicht ganz zufrieden mit. Ne? Ich habe jetzt hier den DART 250 nur wirklich rein mit analogem Video. Das stellt mich so zum Fliegen, macht Spaß, aber ich will natürlich danach eigentlich auch schöne HD-Bilder haben. Ich werde also mal schauen, als allernächstes werde ich wahrscheinlich mal so eine Hybridkamera einbauen, eine Runcam Hybrid oder eine Cutextasia, dass ich zumindest auch ein HD-Feed mit habe und danach ein bisschen was Aufgenommenes auch habe. Da habe ich Bock drauf. Und wenn die Einauf-Unterstützung für DJI ein bisschen besser wird, dann werde ich auf jeden Fall auch hier eine Kydex Vista oder sowas einbauen, um das Ganze auch mit dem DJI HD-System fliegen zu können. Momentan finde ich es noch nicht ganz so attraktiv, weil viele von diesen Daten, die hier am OSD eingeblendet sind, eben noch nicht unterstützt werden von DJI. Also ich habe diesen Kompass nicht, ich habe den Home Error nicht, ich habe diese Angaben, ich glaube Höhe geht auch noch nicht, Distance to Home geht noch nicht. Und das sind doch alles Angaben, die ich persönlich hier relativ wichtig finde, wenn ich mit dem Wing unterwegs bin und die ich eigentlich auch immer im Blick haben möchte. Und solange das noch nicht der Fall ist, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich hier noch nichts einbauen, um das mit dem DJI HD-System zu nutzen. Aber das wird, denke ich, alles in Kürze kommen. Und dann werde ich das hier auch einbauen. Und dann macht das natürlich auch nochmal ganz anderen Spaß, wenn man das hier in HD genießen kann. Aber wie gesagt, als einer der ersten Schritte werde ich jetzt da so eine Hybridkamera einbauen, um eben doch auch ein bisschen HD-Bildmaterial zu haben. So, ich bringe den Wing jetzt mal rein. Beim Landen von so einem Wing immer ganz wichtig, gegen den Wind landen. Wir wollen nicht, dass der Wind unser Flugzeug noch weiter trägt, als wir das eigentlich planen. Ist gegen den Wind schon schwer genug. So. Disarm, da kann man mal hier ein bisschen durch die Statistik gehen. Maximale Geschwindigkeit waren 84 Kilometer die Stunde. Wir sind maximal 500 Meter weg gewesen. Wir sind 10 Kilometer haben wir hinter uns gelassen. 63 Meter war die maximale Höhe. Ja, maximal 7 Ampere gezogen. 815 verbraucht. Ja, nicht schlecht, denke ich mal. Boah, es ist so windig, dass das Ding hier schon fast von alleine fliegt. Ist übrigens ein guter Test, ne, wenn ihr wissen wollt, ob der Center of Gravity von so einem Wing stimmt und ob das alles vernünftig ist. Hier, mal kurz, ne? Und wenn der halbwegs fliegt, dann wisst ihr schon, aha, läuft. Wenn ihr das Thema FPV-Wings interessant findet und mehr dazu wissen wollt, dann lasst mir einen Kommentar da, damit wir das wissen. Dann können wir mehr Content produzieren, vielleicht so einen Wing auch mal gemeinsam bauen. Wenn ihr den nachbauen wollt, die Teile, die ich hier verwendet habe, habe ich euch unten alle in den Kommentaren verlinkt, sodass ihr euch die genau nachbestellen könnt. Und auch die Einstellungen, die ich hier verwendet habe, poste ich euch gerne unten, denn das kann für Anfänger auch immer ein bisschen tricky sein. Ansonsten bleibt bitte gesund, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat und wir mehr solche Videos machen sollen. Und nächste Woche sehen wir uns auf jeden Fall auch erstmal wieder mit einem Copter-Thema.